La 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 la. Sie sind die Besten. Oddspedia, the Sports Betting Community. Wir haben eine 5 Euro Freiwette für dich. Melde dich über den Link in der Videobeschreibung bei LVBet an. Der vierte Champions League Spieltag mit dem Kracher Borussia Dortmund gegen Inter Mailand und noch ein paar anderen Spielen. Ganz genau, zum Beispiel dem Torkracher Neapel gegen Salzburg. Entschuldigung für den Beginn, aber das war eins unserer Kindheitsträume, einmal diese Champions League Musik zu singen. Wir starten mit Barcelona gegen Prag. Die Quotenverteilung klar auf Seiten der Heimmannschaft. FC Barcelona mit einer 1-2-2. In der Tabelle sieht es dann auch so aus, dass Barcelona führt und Prag letzter ist. Ein bisschen schade, denn Prag war wirklich nahe dran an der Sensation im letzten Spiel. Können wir uns dann auch gleich mal anschauen. Da haben sie nur 2-1 daheim gegen Barca verloren, hatten auch die ein oder andere Chance noch zum Ausgleich. Und in der Liga läuft es für Prag sowieso. Radek, wie sieht es denn aus mit den weiteren Quoten? Ja, und hier spielt dieses Ergebnis der Prager vielleicht uns ein bisschen in die Karten, denn dass die in Barcelona nochmal so ein super Spiel vom Stapel lassen, glaube ich jetzt nicht. Und dann wird ein Asian Handicap auf Barcelona als Sieger dieses Spiels vielleicht auch wirklich reizvoll und interessant. Klar, Barça hat jetzt gegen Levante 3-1 verloren. Aber in der Champions League werden Messi und Co. bestimmt wieder ein anderes Gesicht zeigen. Und hier die Quote Barcelona minus 2 bei einer Zweierquote finde ich im Camp Nou absolut spielenswert. Und von daher logge ich das mal als meine erste Wette ein. Auch mit dem Hintergrund, weil ich ja vor der Saison auf Barcelona als Champions League-Sieger gesetzt hatte und ich mir nicht vorstellen kann, dass die einfach zweimal hintereinander sich gegen Prag so schwer tun und auch überhaupt nach so einer Niederlage gegen Levante dann zu Hause vor den eigenen Fans nicht ein Feuerwerk abbrennen. Und dafür finde ich die Quote einfach gut genug. Ja. Wenn ich da dich bestärken darf, also in der Liga oder in der Tabelle sind ja auch noch, in der Gruppe sind ja auch noch Inter Mailand und Borussia Dortmund, das sind ja die beiden anderen Krachermannschaften. Ja, schalt mal doch gleich mal dahin, oder? Gruppe, ganz genau, finde ich eine gute Überleitung. Zu dem, was ich noch sagen möchte, zu dem Tipp mit dem minus 2, ich glaube, dass es auf jeden Fall 2-0 oder 3-1 ausgehen wird. Das heißt, du kriegst definitiv das Geld in meiner Welt. Und vielleicht geht es auch 3-0 aus. Dortmund gegen Inter Mailand. Die Dortmunder mit der 2-1er-Quote und Inter Mailand hier als Außenseiter gehandelt. In den letzten Ligaspielen hat Inter jeweils auswärts gewonnen. Und man muss aber sagen, dass sie beim Heimspiel gegen Dortmund schon relativ dominiert haben. Also das war, wie Mats Hummels es damals gesagt hat, ein klassisches 0-0, nur mit dem Unterschied, dass Inter Mailand 2-0 gewonnen hat. Das heißt, für Dortmund, wir haben es gerade bei der Tabelle gesehen, die müssen dieses Spiel eigentlich mindestens unentschieden spielen, wenn nicht gar gewinnen, um den zweiten Tabellenplatz zu bekommen. Denn sie können sich nicht darauf verlassen, dass Barca in Mailand sicher gewinnt. Von daher ein vorentscheidendes Spiel für Dortmund. Dafür sind die Quoten auch nicht verkehrt. Aber jetzt ist die Frage, erstens, welches Gesicht des BVBs werden wir sehen? Und zweitens, was sagen die Handicap-Quoten? Denn hier könnte doch Value versteckt sein auf Inter Mailand. Ja, sehe ich auch so. Und zwar Inter plus 0,5, das heißt Inter oder Unentschieden bei einer Quote von 1,87. Angesichts des Hinspieles auf jeden Fall keine verkehrte Wette und die würde ich hier auch so mitnehmen, weil der BVB gegen starke Gegner vielleicht ein Problem hat und ein Mentalitätsproblem hat sowieso. Auch wenn jetzt in der Bundesliga zuletzt gute Ergebnisse eingefahren wurden. Ja, ich traue den Dortmundern nach wie vor nicht über den Weg und von daher sehe ich das durchaus interessant hier, die Double Chance auf Inter Mailand zu gehen. Vor allem Romelu Lukaku ist ja in überragender Form bei Inter.
Dann ja. Die zweite Mannschaft persönlich. Aus Deutschland im Rennen mit Leipzig. Sorry, hier sind wir. Bei Zenit St. Petersburg, auch um 18.45 Uhr. Das Spiel am Dienstagabend. Bei den Russen, das Hinspiel haben wir ja gesehen, vielleicht der ein oder andere, dass die Leipziger hier dieses Spiel gedreht haben, nach einem 1-0 Halbzeitrückstand noch 2-1 gewonnen. Und die letzten Spiele auf deutschem Boden waren ja sowieso überragend von den Leipzigern. 8-0 gegen Mainz und im Pokal gegen Wolfsburg. Wahnsinn. Machen die jetzt da weiter, wo sie aufgehört haben gegen Zenit? Denn in der Gruppe geht es ja eng zu. Das ist jetzt die Home-Tabelle gewesen, ja. Aber Leipzig darf natürlich dieses Spiel nicht verlieren. Ich denke, dass mit der Taktikumstellung in der zweiten Halbzeit Leipzig den richtigen Weg gefunden hat, St. Petersburg zu schlagen. Ein bisschen ist die Frage, ob sie dann auch auswärts jetzt genauso offensiv angehen werden. Theoretisch könnten sie mit einem Unentschieden zufrieden sein, aber ich glaube, dass die Gruppe insgesamt ausgeglichen genug ist, sodass Nagelsmann eher offensiv spielen wird und versucht, vielleicht die Qualifikation für die nächste Runde einzutüten. Deshalb sehe ich hier Leipzig als definitiv stärkeres Team, auch wenn es in St. Petersburg in Russland bestimmt nicht angenehm zu spielen ist. Müssen wir jetzt mal hier schauen, was gibt ein Asian Handicap 0 oder gar, da ist jetzt mein Kopf im Weg. Ich denke, dass Asian Handicap 0 auf Leipzig gefällt mir tatsächlich am besten. Ich sehe keinen Value in der Quote Double Chance und ich glaube auch nicht, dass Petersburg gewinnt. Sehe ich ähnlich. Die einzige Frage wäre halt, vielleicht sollte man über 2,5 Tore gehen. Das gibt eine Quote von 1,7. Das habe ich mir schon mal reingezogen. Oh, hier, ja genau. Wobei 2,50 ist anscheinend was anderes als 2,5. Naja, keine Ahnung. Aber es ist trotzdem hier, ja, weiß nicht. Die Russen sind allgemein, glaube ich, nicht so die Goalscorer, zumindest in der Liga nicht. Und die spielen eher immer auf Under 2,5. Und da will ich mich nicht festlegen. Aber die Leipziger, wie gesagt, die haben einfach einen brutalen Torlauf gehabt zuletzt. Und die schießen vielleicht alleine schon 2 oder 3. Ja, bei Auswärtsspiel würde ich trotzdem nicht auf Overtore gehen. Asian Handicap 0 auf Leipzig einloggen. Einloggen? Ich würde mich da einer Wette enthalten, weil es ist halt 1,7 ist halt einfach niedrig und. Aber wir müssen auch auf ein deutsches Team, sei ehrlich, wir haben jetzt gerade gegen ein deutsches Team gewettet, wir müssen jetzt auch mal auf ein deutsches Team wetten, ja. Auch wenn es vielleicht bei Leipzig geteilte Meinung gibt. Weil da so viele Deutsche auch Fans von RB Leipzig sind, da muss man denen gerecht werden jetzt, ja. Den drei Sympathisanten und Energie-Drink-Junkies. Aber gut. Political Correctness. Ich hab doch drauf geachtet, ich habe keinen beleidigt. Nein, ich sage, dieser Tipp ist politisch korrekt aus Sicht. Ich dachte schon, Energiedrink-Junkie wäre nicht politisch korrekt. Aber gut, Liverpool gegen Genf. Die Liverpooler haben ja mit Ach und Krach das Spiel gegen Aston Villa noch gewonnen. Bis zur 83. Minute waren sie 1-0 hinten und dann war ich kurz auf dem Klo, dann fielen 2 Tore und Liverpool hat noch gewonnen. Also ob da ein kausaler Zusammenhang besteht, weiß ich nicht, aber ausschließen kann man es auch nicht. Gegen Genk sind sie natürlich meilenweiter Favorit. Und wie wir sehen, ja, vielleicht auch zu Recht. Aber die Quote gibt natürlich gar nichts her. Da müsste man schon von einem hohen Sieg ausgehen. Und den haben sie jetzt in Genk geliefert. Warum nicht auch zu Hause an der Anfield Road? Lass uns die Quoten auf Asian Handicap anschauen. Das ab -2. Vielleicht wird es interessant. Ah. Also 3 Tore. Klar kann Liverpool mit 4 Toren Vorsprung gewinnen. Aber es ist halt immer auch eine große Tagesformfrage. Ich habe ja auch schon, die haben ja schon gegen Maribor sich auch mal schwer getan und dann haben sie im Rückspiel weggehauen oder so. Und gegen diverse andere. Also da würde ich mich jetzt auch nicht unbedingt
mit einer Wette wohlfühlen. Da gibt es interessantere und auf die wollen wir uns konzentrieren. Genau. Minus 3 sollte man nie anspielen, außer es geht gegen Amateurmannschaften. Wir reden hier immer noch von bezahlten Profis und auch die Taktik von Liverpool wird sicherlich nicht sein, am Anfang alles rauszupfeffern. Vielleicht finden wir was bei Neapel gegen Red Bull Salzburg, die ja wirklich im Hinspiel ein Feuerwerk abgerufen haben. Geiles Spiel. Leider haben sie 3-2 verloren. Und jetzt müssen wir uns mal anschauen, was passiert, wenn sie dieses Spiel verlieren. Dann sind sie doch eigentlich draußen, oder? Ja, aber damit hätte jetzt auch gar keiner wirklich großartig gerechnet, dass Salzburg so eine super Rolle in dieser Champions League spielt. Vor allem 11 Tore schießt, von denen 6 ihr norwegischer Superspieler Haaland oder wie immer er heißt. Ich habe mir seinen Namen noch nicht gemerkt, Schande über mein Haupt. Aber jedenfalls krasse Nummer, wie Salzburg hier abgeht. Aber andererseits, ja, spielen sie jetzt in Neapel und eigentlich muss man hier schon auf Neapel gehen bei der Quote. Oder sagst du, Erfolgsfan, weil du jetzt schon auf deine Rasenballfreunde in Leipzig gesetzt hast, wirst du natürlich auch den Salzburgern die Stange polieren? Zeig mir die Asian Handicap-Quoten und ich sag dir, was geht. Ich möchte auf jeden Fall nicht hier eine Wette... Sagt der Österreich-Asian-Liebhaber, oder was? Schauen wir mal. So viel zum Thema politische Correctness hier. Aber gut, hier, du kannst ein Asian-Handicap plus 0,5 auf deine Salzburger haben, bei einer Quote von 2,05. Ich würde sogar plus 0,75 machen, bei 1,85. Mhm. Ja, aber wie gesagt, das, bei der Quote muss man halt auf Neapel setzen, dass die dieses Spiel gewinnen. Da werden wir uns dann anscheinend nicht einig werden. Was mich jetzt noch interessiert, was sagt denn der Algorithmus von Oddspedia? Den findet man, wenn man hier runter scrollt. Wie gut der ist, wissen wir selber noch nicht. Dann müssen wir erstmal ein bisschen beobachten. Aber der sagt hier auch, dass Neapel dieses Spiel gewinnen wird. Dann hättest du bei deinem Tipp nur die Hälfte des Einsatzes verloren und ich bei meinem Tipp auf Neapel volle Kanne gewonnen. Was sagt ihr? Schreibt es in die Kommentare. Wir sind uns hier nicht einig, deswegen gibt es hier eine No-Bet. Vielleicht viele Tore, wie im Hinspiel, glaube ich aber irgendwie auch nicht. Wäre rein spekulativ, vor allem ist hier die Quote deswegen schon echt lächerlich und von daher keine Wette bei diesem Spiel. Keine Wette bei dem Spiel, definitiv nicht. Schade. Ja, dann haben wir noch Lyon-Benfica, das ist auch die Gruppe von Leipzig. Ja, wie gesagt, wir haben es vorhin schon gesehen, eine sehr, sehr ausgeglichene Gruppe. Im letzten Spiel ging dieses Duell 2-1 für Benfica aus. Sah, glaube ich, lange nach einem 1-1 aus, aber dann hat Lissabon nochmal in den Schlussminuten das Ding gemacht. Ich würde gerne nochmal gleich die Quotenverteilung sehen. In der Liga geben sich ja beide Teams keine Blöße. Eine 2 auf Lyon, eine 4 auf Benfica. Was sagen uns die Handicaps? Persönlich würde ich eher auf Lyon tippen und ich weiß nur nicht, ob mir das eine Wette wert ist. Was ist das Asian Handicap 0? Eine 1,47? Nee. Gut, Benfica hat das Auswärtsspiel gewonnen. Lyon ist eigentlich keine schlechte Mannschaft. Sind beide sehr tagesformabhängig und können auch hier noch was reißen. Wahrscheinlich Lyon vielleicht sogar ein bisschen mehr Potenzial. Benfica ohne Felix nicht mehr vielleicht ganz so stark wie in der letzten Saison und so. Also, naja, ein Spiel, wo man jetzt bei den Quoten nicht wirklich was sagen kann. Tendenziell wäre ich eh bei so einem ausgeglichenen Spiel fast für den Außenseiter mit Asian Handicap. Aber gut, da ist dann auch viel Spekulation dabei. Von daher würde ich mich lieber bei diesem Tipp auf den Außenseiter verlassen. Denn diese Quote ist so, weil Chelsea hier Heimrecht hat und das Hinspiel gegen Ajax gewonnen hat. Wobei grundsätzlich ist Chelsea eine sehr junge Mannschaft, aber Ajax natürlich auch, aber hat halt letztes Jahr in der Champions League ein bisschen mehr noch
performt, weil ja Chelsea ja in der Europa League gespielt hat und diese auch gewonnen hat. Aber grundsätzlich würde ich einfach hier sagen, Ajax wird sich revanchieren für die Niederlage zu Hause. Die war alles andere als klar. Und Chelsea ist keine Mannschaft, die hier überragende Spiele abgeliefert hat, weder in der Liga noch in der Champions League. Und von daher ist Ajax da vielleicht ein Deut, ja, nicht stärker, aber ich meine, die Quotenverteilung finde ich hier ein bisschen zu krass. Und deswegen schaue ich hier mal auf die Asian Handicaps und würde mich mit einer Double Chance auf Ajax hier anfreunden können. Das ist interessant, im letzten Champions League Spieltag war nämlich der Tipp auf Double Chance Chelsea. Wenn wir jetzt hier den Tipp ausgeben, wird Double Chance Ajax dann und damit auch richtig liegen, dann würde ich mich uns Propheten nennen. Ja. Chelsea und Ajax, zumindest bei diesem einen Duell. Ich log's jetzt mal ein und schau interessehalber auch hier, was der Algorithmus hier vorhersagt. Bei dem Spiel fehlen mir anscheinend die Worte oder die Details. Keine Info zu diesem Spiel vom Oddspedia-Algorithmus oder kommt der nur bei Statistics? Moment. Wer weiß das schon so genau? Nee. Wir finden es gleich heraus. Egal. Dann würde ich sagen, haben wir noch ein weiteres Spiel in dieser Gruppe. Valencia gegen Lille. Ja. Die Quoten auch hier bei einer 1-9 von Valencia, ähnlich gerade wie Chelsea, Lille der klare Außenseiter. Und von dir würde ich jetzt gerne wissen, bei diesen beiden Teams kann ich tatsächlich nur nach Namen gehen. Ich kenne mich bei beiden nicht aus. Warum sollte ich nicht eine 1-9 auf Valencia einloggen? Das solltest du schon machen, würde ich sagen. Ganz genau, das ist auch mein Gedanke. Was spricht dagegen gerade? Was spricht dagegen? Warum sollte Valencia das verkacken? Naja, Valencia sind halt Spanier und jetzt auch nicht die beste spanische Mannschaft. Von daher können die schon auch zu Hause mal verlieren oder zumindest 0-0 oder das Spiel nicht so dominieren, wie man es jetzt erwarten könnte aufgrund der Klassenunterschiede. Wenn man die Marktwerte der beiden Mannschaften vergleicht, kommst du auf ziemlichen Unterschied wahrscheinlich. Ist jetzt meine Vermutung, müsste man nachrechnen, bei Transfermarkt schauen oder so. Ja, was ist denn der Junge in der Ecke? Der Junge in der Ecke will ganz kurz sagen, dass das Hinspiel, das mir gerade eingefallen, eine Katastrophe war. Valencia war grottenschlecht und Lille hat es nicht ausnutzen können. Valencia wird nicht zweimal in Folge so schlecht sein, deshalb gewinnen die das. Lass es uns einloggen. Ja, gute Begründung. Wie gesagt, ich gehe halt einfach davon aus, dass die zu Hause die nötige Stärke aufweisen, um hier diese weniger überraschenden oder weniger überragenden Franzosen hier auch besiegen zu können. Und von daher gefällt mir die Quote doch ziemlich gut auf den Sieg von Valencia mit 1,92 Bestquote. Da kann man schon mal drauf schießen. Und dann sind wir hier schon mal fertig. Von 8 Spielen her immerhin 5 Wetten gefunden. Und zwar, dass Barcelona zu Hause mit 2 oder mehr Toren gegen Slavia Prag gewinnt. Dass Inter Mailand mindestens unentschieden spielt oder gewinnt bei Borussia Dortmund. Dass Leipzig Asian Handicap 0 bei Zenit spielt. Das heißt, bei einem Unentschieden gäbe es das Geld zurück. Dass Ajax sich bei Chelsea London auf jeden Fall nicht mit einer Niederlage verabschiedet. Und dass Valencia das Heimspiel gegen Lille gewinnt. Was sind eure Tipps? Was sagt ihr dazu? Und dann lasst einen Daumen nach oben da und ein Abo. Und dann sehen wir uns schon morgen wieder zu den Mittwochsspielen. Darf ich noch das Video beenden, wie wir es angefangen haben? Gerne. La 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 la. Sie sind die Besten. Oddspedia. The Sports Betting Community. Wir haben eine 5-Euro-Freiwette für dich. Melde dich über den Link in der Videobeschreibung bei LVBet an.